Ja, hallo Leute, willkommen zu einem Video von mir. Wie ihr oben schon gelesen habt, heute geht es um den Takeaway Blackberry. Ja. Ich habe hier oben schon ein bisschen was abgerissen, weil ich das nicht so gut aufbekommen habe, beziehungsweise zu dämlich war, das aufzureißen, ja. Ja, der Schnitt habt ihr ja schon im letzten Video gesehen. Ich versuche mal das ein bisschen hier rauszudrücken. Der Schnitt ist echt relativ sehr fein. Ja, klasse. Ist mir das rausgeflogen. Hier könnt ihr den Schnitt sehen. Also der Schnitt ist fein, ja. Scheiße, jetzt sind meine ganzen. Ah. Okay, Fail lassen wir drin. Also der Schnitt, wie gesagt, der Schnitt ist fein. Ja, und der Geruch erinnert mich eigentlich so gut wie gar nicht an eine Johannisbeere oder eine Blackberry. Das Ganze ist relativ relativ herb, süßlich und riecht halt nach einer Beere. Aber ich würde jetzt nicht sagen, alles klar, okay. Das ist Blackberry Johannisbeere. Lass mal kurz Finger abwischen hier. Ja, ich rauche das Ganze in der Amy Deluxe 630, wie immer. Mit meinem Magic Glas, Sondermodell-Glasschlauch, dem Tonkopf, eine Lage Panzeralufolie und aktuell zwei Shisha Club Zürich-Kohlen. Wo ich jetzt aber mal ein bisschen mehr Dampf gebe, weil ich habe gerade gesehen, bevor ich das Video gestartet habe, dass der jetzt mal wieder ein bisschen Feuer unter Arsch kriegen kann. Ja. Also der Rauch ist eigentlich gut. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, und zum Geschmack. Also ihr schmeckt eigentlich also nur was Herbes, Süßes raus. Und halt eine Beerensorte, ja. Beziehungsweise eine Bärennote. Eine herbe, süße Beerennote. Aber irgendwie fehlt mir hier der fruchtige Geschmack von dieser Johannisbeere. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Johannisbeeren. Die können mal ein bisschen herber schmecken, wenn sie noch nicht so komplett gereift sind. Und die können richtig geil süß schmecken, wenn sie ordentlich durchgereift sind. Also ein Hauch Johannisbeere schmecke ich da raus, ja. Ansonsten halt nur bärenartig, ein bisschen süß, bisschen herb. Haut mich jetzt auch nicht um, der Takeaway, ja. Also bis jetzt, ich habe alle Sorten gestern mal aufgemacht und dran gerochen. Und die hatten halt, tut mir leid, ein bisschen die Nase voll. Die hatten halt irgendwie genau den gleichen Geruch wie der Peach. Also immer dieses leicht ausgelutschte Kaugummi-Aroma. Nichts Frisches, sondern einfach bloß ein Kaugummi, den ihr schon eine Viertelstunde gekatscht habt, sag ich mal. Ja. Also der Preis 3,85 € kostet der, glaube ich, die 50 Gramm. Es stehen überhaupt keine Daten drauf, was da alles drin ist. Pipapo, wie ihr es halt sonst kennt von jeglichen anderen Sorten. Ihr habt halt hier bloß die schwarze Verpackung mit Rauch enthält Pipapo und Rauchen kann tödlich sein. Ansonsten seht ihr da gar nichts. Haut mich bisher nicht vom Hocker, ja. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Mal gucken, was die anderen Sorten so bringen. Jetzt die zweite Sorte, wo ich eigentlich keine Probierempfehlung ausspreche. Wer den einfach mal probieren möchte, schreibt mir noch mal eine Nachricht, ja, dann schicke ich euch mal einen angenehmen Shot zu. Ist ja noch ordentlich was drinne. Ansonsten war es das für heute, Freunde. Wir sehen uns morgen oder die nächsten Tage wieder. Ja. Takeaway haut mich bisher nicht vom Hocker, wie gesagt. Stelle ich ihn wieder hier hinter zu den anderen Tabaksorten.
Jo, und dann war's das. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Shisha Schmidi. Haut da rein. Ciao.